Wisst ihr, manchmal stelle ich mir vor, wie vielleicht in 20.000 Jahren die Aliens auf der Erde landeln. Die Aliens auf der Erde landeln. Aliens auf der Erde landen, ein bisschen tief buddeln und dann vielleicht zufälligerweise auf meine Festplatte stoßen, als das erste und einzige, was von der Menschheit übrig geblieben ist. Schmerzen und Entzündungen. Sie das anschließen an ihren Hardcore-Hyper-Fancy-Schmancy-Hydro-Computer und dann folgendes erblicken. Wir haben eine Mission. Sich anstarren, einfach nur denken. Halt dein Maul! Halt dein Maul! Tag Leute, herzlich willkommen zu... Jetzt sind es schon zwei davon. Die letzten paar Tage ein bisschen Pause gemacht und eigentlich noch überhaupt keinen Bock auf euch. Oh. Aber irgendwann muss man ja wieder ein bisschen für Konjunktur sorgen. Ja. Und genau aus diesem Grund geht's jetzt auch weiter mit Granny. Ja, die lässt man mal ein paar Jahre alleine und schon ist im Keller Australien ausgebrochen. Ach du Wir sind leider nicht Hans, deswegen können wir auch nicht diese Flammenwerfer getten. Aber die Misere zumindest hinter uns lassen. Erneut zum 25.000. Mal. Seid dabei, wenn wir das neue Ending freispielen. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde mich riesig freuen. Unterstützt meinen Channel mit nur einem Klick und dann auf jeden Fall ganz viel Spaß. Sagt mal, dieser Nightmare-Modus hier verändert doch lediglich die Optik, oder? Während der Schwierigkeitsgrad gleich bleibt. Weil da würde ich nämlich sagen, machen wir das mal an. Und verändern ein wenig, das Aussehen des Spiels einfach für die Abwechslung. Oder ist das jetzt so anders, dass es mich komplett verwirrt? Und ich die Items dann einfach nicht mehr sehe. Kann ich auch irgendwo eine Brille anhaken? Man weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das seit Jahren nicht mehr gemacht. Nee, komm, ist alles ein bisschen grungy, ein bisschen ekelhaft, ja? Zum Glück gibt's keinen Geruchsmodus. Ich glaube, das können wir durchziehen. Ah, die Musik, die verunsichert mich natürlich auch ein wenig. Warte mal, hier gibt's doch diese kleinen Ratten. Und ja, die! Die tun weh! Da darf ich nicht drauflatschen. Das mögen die nicht. Alles klar. Wir müssen erstmal das Buch finden und die Sache oben mit der Mutti erledigen. Aber vielleicht, wenn ich einmal hier bin. Oh, ich höre dann Granny weniger, ne? Wegen dem Sound. Ich weiß nicht. Boah, die ist da auch richtig krass am Abmiefen. Hier ist ein Teil einer Shotgun. Das sollte ich mir auf jeden Fall merken. Okay, ich mach mal hier zu, sonst komme ich da wieder nicht vorbei. Ey, ich bin super verunsichert wegen dem Sound. Okay, hier ist das Vogelfutter. Machen wir erstmal das, weil dann sind wir im Notfall bewaffnet. Ja, entschuldigt, Leute. Sehen wir hier gleich das Buch, ich weiß nicht. Wegen der letzten Folge. Ich war einfach super gefrustet. Ihr habt mich darauf hingewiesen, dass es ja einen Ort gab, wo ich tatsächlich noch nicht nachgeschaut habe. Und das habe ich an der Stelle halt einfach... Da habe ich nicht dran gedacht, weil ich es einfach nicht mehr wusste. Weil wie gesagt, es ist halt eine ganze Weile her, dass ich das Spiel hier durchgespielt habe. Also richtig versucht habe, das Ending zu erreichen, ja. Dieses Update-Video, das zählt nicht, weil da habe ich mich jetzt nicht groß umgeschaut. Um zwischen den ganzen Spielen zu distinguieren, das ist auch interessant. Da können wir vielleicht gleich die Tür abmachen und das da reinlegen, oder? Funktioniert das? Oder können wir da nur von... Können wir das nur von innen aufmachen? Ah, verdammt nochmal! Schade. Ja, wie gesagt, ich hab's einfach vergessen. Unten in den Sewers, wenn man rausgeht, da beim Playhouse, wenn man da runter geht, in Richtung da, wo der Vogelkäfig ist, da gibt's noch eine Tür, die ich halt auch nicht aufgekriegt habe. Und da muss man wohl irgendwie durch so ein Dings reinschießen und dann geht die auf. Wie gesagt, mir ist es einfach nicht eingefallen. Und ich bin hier eine Dreiviertelstunde durchgerannt durch dieses Spiel. Und hab gedacht, also, die wollen mich verarschen. Es gibt hier keinen Hebel, Mann. Und naja, eins. Leute, das ist meine Platzierung in den Trends, nachdem ihr dieses Video liked. Ha! So, warte mal, wir gucken uns das mal gleich an. Das Buch habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das müsste dann halt irgendwo oben sein. So, pass auf. Ich zeig euch mal kurz, was ich meine. Ja, schon recht. So, da ist mit Sicherheit noch irgendein Item versteckt. Ich dachte, das wäre so eine Sache von Granny, aus dem zweiten Teil oder whatever. Ja, hier, das Fenster, das sieht man nämlich gar nicht. Da ist der Hammer drinne. Könnten wir eventuell brauchen, aber die Eisfalle, die wäre vielleicht auch gut. Da kann man das gleich mal ausprobieren bei der alten da unten. Ich, benötige natürlich in erster Linie einen... Irgendwie eine Waffe erstmal dafür. Und dann mal schauen, was hast du hier Schönes? Ach, ein Zahnrad. Das brauchen wir wahrscheinlich nicht, weil... Ich glaube, das Playhouse hat immer irgendwie einen Schlüssel. Einen Schlüssel? Vielleicht auch für den...
wie soll ich sagen, da diesen komischen Safe im Keller. Das kann natürlich auch sein. Hier ist noch ein Teil der Shotgun. Okay, nice. Setzen wir das mal zusammen. Boah, ich bin ja ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe Granny noch gar nicht gesehen. Wo ist sie denn? Die muss doch eigentlich irgendwo rumsteuern. Das verunsichert mich jetzt. Habe ich jetzt einen Modus ausgewählt ohne sie? Nein. Es war auf einfach, ne? Das war nicht auf Practice. Oder bin ich irgendwie... Digga! Alter, ich habe gerade übelst Gänsehaut bekommen. Sorry. Das müsste sie aber alarmiert haben. Ah, ich warte mal hier. Mal gucken, was passiert. Granny muss doch jetzt eigentlich runterkommen, oder? So, von Amts wegen. Also, falls sie ihren Job noch irgendwie ernst nimmt, nachdem ich sie beim letzten Mal so enttäuscht habe. Es tut mir ja auch leid und so. Oh, da ist sie. Ist sie auch hässlicher? Hat sie sich nicht gewaschen? Oh ja, die ist ein bisschen eklig. Da wurde der Kopf mal kurz in den Kamin gesteckt. Ey, Granny. Blackfacing geht aber nicht mehr. Wir sind da drüber hinweg, ne? Wir dürfen das nicht. Du Sau. Darf ich nicht sein mit der Schrotflinte, oder? Sowas von. Gut. Ich guck erstmal hier drinne. Oh, der Weapon Key. Wenn das jetzt der Car Key wäre, Alter. Das wäre so ulkig. Nicht wahr? So ulkig. Okay, Weapon Key. Da können wir gleich mal hoch und da können wir gleich mal unten das freilegen. Und wie ich letzte Nacht deine Mutti. Und dann, ja, kriegen wir den Hammer und mal gucken, was der Tag noch bringt, ne? So, was haben wir da? Hier ist das Buch. Oh, nice. Sehr schön. So, einmal hier. Was mache ich jetzt als erstes? Granny betäuben oder? Ach Gott, ich weiß nicht. Ich komme jetzt ja am besten mal von oben. Ich hoffe, die... Wenn ich das fallen lasse, das ist der letzte Teil der Schrotflinte. Oh, ich muss mir gar keine Sorgen machen über die Schüsse und so. Und wo kommt sie? Oh, da kommt sie. Ah, da ist eine Ratte. Ich will da nicht hingehen. Das ist das Problem. Grams? Hey, komm mal her. Komm mal her. Granny. Sehr schön. Gib das her. Ich brauche das nochmal. Diesen Mehrweg. Ich krieg da noch Pfand drauf. Für 2 Minuten ist sie weg. Aber ist sie jemals wirklich gegangen? Oh, warte mal. Ich einmal hier bin. Bevor ich wieder anfange zu predigen. Ich hol mal die schnöde Lektüre hier und dann geht es da oben richtig ab. Dann kann die Alte nämlich da schon mal rauskrauchen und ja, ihren Schlüssel aus der Arschtasche fallen lassen. Hier, bitteschön. So, viel Spaß euch hier auf jeden Fall zusammen beim fröhlichen Umherliegen. Ich droppe das mal nach unten. Boah, das ist alles super hier von den Spawnpoints her. Muss ich ja mal zugeben. Sehr, sehr nice. Und da ich mich mittlerweile auch schon ein bisschen auskenne, bis auf diese Tür da unten, ja. Kritiker würden sagen, ich erzähle Scheiße, aber... Kann ich mir das hier alles strategisch zurechtlegen, würde ich sagen. So. Sehr schön. Und ihr kriegt nochmal ein bisschen Granny-Content. Ist doch eigentlich auch in Ordnung, oder? Macht doch Fun. Und wer weiß, wann das nächste Update kommt. Ich könnte das jetzt ganz schnell zusammencutten hier, aber habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf so. Wir wollen ja auch ein bisschen das Spiel sehen und es ist ja auch irgendwie teilweise bei jedem Mal ein wenig anders. So muss ich jetzt hier, Bullet Drop irgendwie mit berechnen. Wahrscheinlich ein bisschen, ne? Oh, das war großzügig, okay. Ist gut. So, jetzt haben wir das. Die Falle. Die Falle, yes. Wo macht man die mal hin? I don't know. Ich glaube, ich holze erstmal hier alles weg. Nee, ich will... Verdammt nochmal. Gib mir das. Danke, was haben wir hier? Und Fleisch. Also, ich habe schon den Cutter gefunden. Ich habe noch nicht den rostigen Schlüssel gefunden. Ja. Ich glaube, das war's. Ich gehe mal hoch. Und werde mal in der oberen Etage schauen. Digga, was? Hör auf. Ist das gerade der Jagdzaun? Ich kann es nicht distinguieren. Hui! Yep, ich konnte es kurz vor knapp noch distinguieren. Ist okay. Ciao! Lecco bio fetto grande. Hihi. Ömmchen, Alter. Die Kekse verbrennen. Was ist los mit dir?
ist er denn hin? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wo er hin sein könnte. Bitte hau ab. Bitte, bitte geh einfach fort, Alter. Komm schon. Komm schon. Granny. Das mit den Birdseeds mache ich zum Schluss, wenn ich den rostigen Key nicht finde oder so. Würde ich einfach mal so behaupten. Ich hoffe. Na, sie muss wieder hochgegangen sein, ne? Oh, ich weiß, was ich mache. Ich gehe runter. Droppe im Keller. Dieser Spot ist so overpowered. Ich drop hier den Hammer. Ja, naja, komm, noch ein bisschen nach außen, damit sie es auch richtig einordnen kann. So rein, also lokal. Und dann ist sie nämlich am weitesten Punkt, glaube ich, von mir entfernt, wo ich jetzt hin will. Falls ich hier... Falls ich hier nicht doof bin... Fuck! Und irgendwelche anderen Sounds mache. Au! Die tun weh! Granny, nein! Nein, Granny, du hast das jetzt nicht gehört! Verdammt nochmal! Die hat da irgendwo gehört, wie sich ein Zeh verabschiedet hat. Scheiße! Können wir jetzt bitte... Dankeschön. Oh, nee, ich will das nicht! Weg! Weg! Ah, Hilfe! Scheiße! Mein Emulator sollte mich jetzt nicht im Stich lassen. Er ist BlueStacks, by the way, so spiele ich das auf dem PC. Weil in jedem Video ca. 1000 Leute fragen. Okay. Wir müssen uns kurz mal hier Geduld... in Geduld beweisen. Sie wird feststellen, dass absolut niemand hier war und sich nichts Kurioses ereignet. Granny, du räumst jetzt nicht auf. Vor allem nicht in diese Kiste rein. Bitte nicht. Bitte ne. Ja, aber es sieht so aus, als ob ich gewinne. Du Scheusal, Alter. Du Grobian. Diese Grandma im Porzellanladen. Das hat sie jetzt alarmiert, oder was? Hey, hier muss irgendwer sein. Oh, ist sie dumm. Ist sie doof, Alter. Dankeschön. Die hat sie wieder hingestellt. Diese Interaktion kannst du keinem erzählen. Oh, bitte. Bitte nicht, ne? Okay, danke. Ich dachte jetzt, es macht auch irgendwie ein Geräusch oder so. Was ein Stress. So, Kaki? Ja, da können wir mal in den Kofferraum schauen. Oh. What? Fuck! No! Shit! Die weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab mich versteckt. Ich hab mich versteckt! No! Was? Der Spot ist OP! Ich wusste das nicht! Nein! Was ist das dämlich? Ist das dumm? Was zur Hölle ist gerade passiert, Alter? Ach, komm schon! Ach, ist das dein Ernst? Oh, man. Oh, come on, Alter. Das war... Bullshit, das war ein oller Bullshit, war das. Ach, gut. Ich habe keine Ahnung, wo sie gespawnt ist. Hier hinten? Irgendwo? Weil ich sollte mir vielleicht mal den Schlüssel irgendwie graben oder so. Wenn ich einmal hier bin, den hier Angelika da gedroppt hat oder wie die heißt. Yes, liegt noch da, sehr schön. Gib mal her hier. Das sollte mir eigentlich auch eine Warnung sein. Ich muss sie einfach abballern, Alter. So konstant. Das ist eigentlich der einzige Weg, wie ich diesen verdammten Easy-Modus schaffen kann. Ihr seht's. Ich bring's sonst einfach nicht mehr. Ich bin mein... Fuck! No! Hold! Oh mein Gott! Zum Glück bist du so lahmarschig, Alter. Ich mach's aber heute auch durchaus spannend. Ich hol gleich die Shotty. Dann ist hier Schicht im Schacht, meine Gute. Schicht ist denn. Jetzt dahin, wo du hingehörst, Alter. Mal langsam unter die Erde. Playhouse Key. Thank God. Zum Glück habe ich den. Brauche ich eigentlich nicht. Weißt du was? Kann ich eigentlich mal hier droppen, so, weil. Who cares, ne? Dann finde ich ihn wenigstens, falls ich ihn brauche. Okay. Jetzt wird mächtig aufgeladen da unten. Und dann gibt's einen in die Fresse rein. So wie sich das gehört. Habe ich denn jetzt den Kaki gedroppt? Oben bei der Wiege. Oh, jetzt mal hier. Zack. Gib her. So. Und jetzt.
wird gespielt, Granny. Komm her. Wie oft ich die hier schon abgeschossen haben muss. Ich kann es gar nicht zählen. Hi, grüß dich. Alrighty. Sehr gut. Da können wir gleich mal, ich weiß nicht, ob wir da so eine Kugel verschwenden oder lieber den, diesen Püsterich, will ich immer sagen. Das ist kein Blasrohr, kein verdammtes. Das ist schon eine voll ausgewachsene, adulte Armbrust. Aber ich meine, wir haben auch genug Kugeln. Wie lange wollen wir hier brauchen? Ich muss auch irgendwann mal fertig werden hier. Komm schon, yes. Sehr, sehr schön. Ach komm, wir machen das gleich erstmal im Keller. Weil jetzt sind wir hier einmal in der Nähe, bevor wir den da runtertragen. Zu, Mrs. Grauhaar McLangbein. Waren hier immer schon bloß zwei Schrauben? Penalty, Penalty. Na gut. Aber wir wissen jetzt zumindest schon mal, ja. Oh, die... Also was da drin ist, die Waffe ist nicht aufgeladen. Das würde ich vielleicht schon mal gerne noch machen vorher. Habe ich das hier? Hier ist das Wheel! Das Crank Wheel. Oh! Pass auf. Wir laden die Shotty einfach nur, damit wir das schon mal fertig haben. Droppen das hier hin, nehmen den Screwdriver und dann holen wir das Wheel. Weil, die ganzen Sachen brauchen wir da unten auf jeden Fall. Da muss man halt mal ein bisschen sammeln. Geilo. Kommt die jetzt schon wieder? Ich bin schwer verunsichert. Also wenn, dann kriegt sie noch eine Packung. Ist kein Ding. Muss nur sagen. So, einmal das hier. Und ich glaube, ansonsten war in der Küche nichts weiter. Uff. Wir haben das Schild mit einer 1 gefunden. Das heißt, wir wissen jetzt auch, welche Box wir öffnen. Ohne zu sterben. Das scheint irgendwo auch random zu sein, ne? Das war beim letzten Mal an einer ganz anderen Stelle. Weißt du was? Ich gehe mal runter und hole noch den Chain Cutter. Weil, dann haben wir schon mal mehrere Sachen, die wir da gut irgendwie einsetzen können. Wir müssen zwar mal jedes Mal zurück, aber wir können halt einfach physikalisch leider nicht mehr halten als einen Gegenstand. Ist es nicht traurig? Statt hier immer uns Auswege zu suchen, könnten wir vielleicht auch einfach mal ein Fitnessstudio besuchen. Ich glaube, das würde uns einfach vieles leichter machen. Aber nee. Wir gehen halt nicht mit dem Trend. Alles Fitness-Schnickschnack hier. So, Moment mal. Ja, komm. Da, wo wir hingehen, brauchen wir nur uns selbst und unsere Zuversicht. Geil, dass ich auf hier... Da ist der, Alter. Ich dachte, der ist weggeglitscht. Oh mein Gott. Das wäre nicht besonders geil. Oh, ich hätte das Wheel darunter droppen sollen, aber es ist, glaube ich, auch egal. Nee, es ist eigentlich nicht egal. Ich will mal das... Ach doch, das Wheel hätte ich zum Wasser ablassen. Also, ich glaube, das wird eh gleich passieren. Ich öffne mal hier die Gänge. Dann hätte es mir vielleicht leichter, hier ein paar Items hin und her zu tragen. Obwohl das, glaube ich, jetzt auch keine Rolle mehr spielt. Aber ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Halleluja, Maria. Oh, shit. Bitte dreh dich doch nicht um. Das muss doch gar nicht sein. Danke dir recht herzlich. So, Nummer 1. Ah! Ich dachte, ich wollte es ihr irgendwie vor die Gusche werfen oder so. So, du bist beim diesen Mal dran. Schlüssel brauchen wir noch. Das muss man aufschrauben. Lass mal kurz zuhören. Verurteilt mich nicht. Guck mal, was noch hier liegt, ob irgendein Item oder so. Die Stelle hier ist gut. Ey, zum Glück haben wir sowas. Irgendwer ist hier an den Türen dran. Das ist Granny auf den oberen Ebenen. Oh Gott, das ist Boah, Alter. Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Ich bin furchtbar nervös. Aber ich weiß zum Glück, beschränkt sich das, wo das sein kann. Ich hoffe, jetzt ist nichts Sinnloses da drin. Eventuell der rostige Schlüssel, das wäre richtig geil. Kommt es? Oh! Fuck!
Das Ding hörst du aber auch nicht. Das ist schrecklich. Oh, das darf mir nicht öfters passieren. Hinten liegt bloß der Wrench. Den brauche ich nur fürs Auto. Oh, hier ist die Melone drin im Auto. Alles klar. Vielleicht irgendwie der Safe Key oder so. Das könnte natürlich sein. Weil da haben wir bislang keinen so wirklichen Anhaltspunkt. Ich nutze mal meine Zeit. Ich habe Granny gerade abgeballert. Und würde einfach mal rausgehen und die zerhacken. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal weg, bevor wir uns wieder da unten hinwagen. So, oh, da kann ich vielleicht gleich mal die Eisfalle holen. Vielleicht hält uns das viel vom Leibe. So, was ist da? Sparkplug. Okay, braucht man nicht. Ist aber auch nicht ganz so schlimm. So, ich gehe mal runter. Au! Und dann wieder ins Haus rein. Wir müssen dann ein bisschen aufpassen, weil Granny sollte wieder aktiv sein. Aber an sich ist es groß genug. Ich muss halt mit meinem Leben hätte ja ein wenig haushalten. So, das ist ein bisschen doof. Ich hätte gerne das hier noch aufgemacht, aber da bin ich, glaube ich, nicht wirklich hingekommen. So, ich nehme mal das Teil. Und gehe mal von oben da wieder runter. Weil hier habe ich ja auch alles abgehakt, ne? Ich glaube schon. Oh nein, diese Kisten. Wo war das? Hier runter? Ne, eins hoch. Da bei dem Teddy. Da könnte natürlich noch ein Item sein. Moment. Was wir brauchen. Granny kann hier nicht rein. Und hier ist ein Knopf. Boah, das sieht krass aus. Nee, hier ist nichts. Hier ist tatsächlich nur der Teddy. Okay, okay, okay. Ich weiß nur nicht, wo sie jetzt herkommt. Ich meine, von unten kann sie ja eigentlich nicht kommen, ne? Und daher gehe ich mal da runter. Ist eigentlich immer good to know. So, solange sie... Wir haben sie ja nicht hingehen sehen, von daher alles easy. So. Dann gehen wir mal von unten hier ins Wohnzimmer zurück. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie vor die Füße laufe hier. So, wir brauchen die Falle. Das Wheel, das können wir... Warte mal, die Falle, wenn wir die... Wir können die doch aufheben, oder? Wie aktivieren wir die? Ich glaube, indem wir die einfach droppen, oder? Ist das so aktiv? Weil es ist halt grün. Ich drop mal das Ding. Ah, bitte nicht irgendwo festhängen. Ich hoffe, ich find's da noch. Okay. Weil dann könnte ich ausmachen. Glaube ich. Sonst könnte ich... Liegt hier bitte noch das Wheel irgendwo? Bitte, 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 bitte. Ich sehe es nämlich nicht mehr. Verdammt, bitte nicht wegglitschen. Oh nein, das wäre so ärgerlich. Okay. Ich lass vielleicht erstmal... Nee, kann ja gar nicht das Wasser ablassen. Ich brauche das Ding ja dafür. Shit. Moment. Nein! Fuck! Meine Freeze Trap! Oh, come on! Oh, ey, Digga, manchmal... Also dieses Spiel... Also... Och, Junge. Cool. Ich droppe das jetzt... Da! Nein! Fuck! Warum funktioniert das hier nicht? Warum kann ich das nicht setzen? Ich nehme die jetzt mal nicht auf. Ich suche erst das Wheel. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Okay. Wir müssen damit rechnen, dass sie das nur... Das ist nur für einen kurzen Moment stunt. Ja, es ist weg, ne? Es ist weg. Ich glaube, ich habe keine Chance. Ich glaube, wir haben das Item verloren. Och nee, Alter. Mann, warum ist das immer so? Warte. Ich leg das jetzt hier hin. Was macht es? Oh, what? Hallo? Warum? Wieso? Warum macht das gar nichts? Ist sie alle? Das glaube ich gar nicht. Oh, Junge, ist das ärgerlich. Da passiert einfach nichts. Oder habe ich das falsch gesetzt? Vielleicht ist sie auch leer, keine Ahnung. Bitte dreh dich nicht um, bitte geh einfach weiter. Vielleicht nicht genau dahin, ey. Warte mal, da geht sie ums Eck. Vielleicht ist das doch gut. Wenn ich es mir jetzt recht bedenke. Okay, wo geht's hier nochmal? Hier. Alles klar. Okay, wir können das zumindest erstmal aufschrauben. Ich hoffe, ich habe irgendwie eine Möglichkeit ohne dieses Wheel.
Master Key. Ja, brauchen wir halt nicht, ne? Oh, ist das schade. Dann könnte der rostige Schlüssel, wo könnte der sein? Im Playhouse könnte der sein. Wait. Hier liegt es! Oh! Ach, hier kommen die Items hin, die verloren gehen. Stimmt, die fallen hier über den Zaun. Oh! Boah, da muss ich aber... Oh mein Gott, okay. Okay, ich wusste das eigentlich. Aber in dem Moment ist mir das übelst entfallen. Weil das musste erstmal realisieren. Okay, ich dachte, ich bin verloren. Aber nein, 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 nein. Die außerhalb der Map fallen, die landen irgendwann wieder dort. So, Granny ist am Garten, an der Tür da Richtung Ausgang. Kommt sie jetzt hier rum? Ich weiß nicht, wo sie ist. Okay, ich lasse da mal das Wasser ab. Boah, ey, war ich jetzt nervös, hab ich geärgert. Ey, zum Glück ist es nicht so. Okay, es kann natürlich sein, dass wir trotzdem noch die Zahnräder suchen müssen. Also, im Prinzip könnten wir, also haben wir vielleicht theoretisch hier noch einiges vor uns. Je nachdem, man muss halt Glück haben mit den Spawn-Locations, ne? Das ist halt die Sache. Ich hasse. Es kommt. Ja, geh dahin, bitte. Ich muss nämlich genau in diese Richtung. Nach rechts. Kommt es? Es hat abgelassen. Oh mein Gott. Das ist perfekt. Das ist vielleicht nicht gut, was ich hier gerade mache. Hier sind auch noch Item-Locations. Ist leider nichts da. Ah! Ich bin halt ein bisschen falsch gegangen gerade. Aber zum Glück habe ich da nachgeschaut, dann können wir uns das zumindest mal sparen. Puh. Okay, hier lang. Hier bin ich auf jeden Fall richtig. Es gibt noch hier irgendwo so eine Box. So, ich lasse jetzt mal das Wasser ab. Ob mir das was nützt, weiß ich nicht. Ich komme dann zu einer anderen Stelle. Diesen Fahrstuhl könnte ich halt auch mal noch verwenden. Da oben in die Box, in die 1 müssen wir gucken. Die ist es. Oh, bitte nicht. Ich würde dieses Vieh so gerne einfrieren, aber ich will mir diesen Struggle halt auch irgendwie ersparen. Boah. Hier ist noch was. Yes! Damn! Nichts Schönes kann ich haben. Okay, hier haben wir einen ganz guten Einblick. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich würde es aber gerne wissen. Jetzt habe ich ein Problem, wenn es jetzt da um die Ecke kommt. Okay, ich weiß, was es ist. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, hier haben wir noch was. Hier ist der Special Key. Ja, verdammt. Den brauchen wir für ganz oben. Ich weiß nicht, ob wir da noch was finden. Ach, das ist bei der... Da brauchen wir das Fleisch. Wo haben wir das denn schon gesehen? Oh, ich habe eigentlich gehofft, dass wir das hier nicht benötigen, alles. Dass es ein wenig einfacher geht, aber... Ich glaube, das wurde schon so gemacht, dass es halt hier ein bisschen komplizierter ist. Shit, ich weiß nicht, wo ich hin... Ich muss dahin. Das kann ich jetzt knicken, Alter. Wenn sie jetzt zurückgeht und dann quasi abbiegt, dann könnte ich vorbei. Ansonsten muss ich warten. Komm, nach rechts. Komm, Navi. Navi nach rechts. Navi nach rechts. Ich liebe dich so. Warte mal. Warte, ich hab auch wieder Scheiß erzählt, ne? Hier muss ich hin. Reden wir einfach nicht drüber. Lassen wir das einfach auf sich beruhen. Das ist schon okay. Ist schon okay, Seth. Es ist gut. Du hast eine gute Orientierung. Ist okay. Wir sind alle bei dir. So, Nummer 1.
Der Safe Key. Der Schatz des Holländers. Okay, sonst noch irgendwie was. Freiwillige vorne. Schön. Ey, dieser komische Special Key wird auf immer und ewig in diesem dummen Fahrstuhl bleiben, oder? Ach, Mann. Es kommt. Ey, ich weiß nicht, ob es mich hier kriegt. Ich fahre lieber nach oben. Ich habe keinen Bock, herauszufinden durch sowas Dummes. Kannst du nicht wegglitschen und dann wieder draußen sein? Das würde mir einiges an Trouble ersparen. Ich fahre jetzt wieder runter. Bitte geh, bitte geh, bitte geh, 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 bitte geh, bitte geh, bitte geh, geh, geh. Yes! Ja, genau! Ich liebe dich noch immer so sehr. Bäh. Nur nicht übermütig werden. Nur nicht übermütig werden. Okay, wir gehen hier zurück. Ab in den Keller. Und dann... Ja. Weiß ich nicht. Suchen wir uns eine neue Freundin. Weil alle weiblich gelesenen Personen in diesem Spiel sind äußerst anstrengend, muss ich ja mal sagen. So, Moment. Okay, sehr gut. Die Ratten, die sind mir aus der Fährte, Alter. Nein! What? Die Cutting Pliers! Die scheiß Pliers! Ich möchte die nicht haben! Die brauche ich nicht! Ich habe nur zwei Sachen gefunden von der... eine Sache gefunden nur. Och, Mann, Alter! Habe ich denn jetzt diese Bird Seeds hingepackt? Vor lauter Aufregung, die muss doch im Keller sein eigentlich. Die Bird Seeds, yes, here. Thank you. Achso, es klingelt gar nicht. Warum eigentlich nicht? Weil das Band hier nur vorne ist, okay. So. Okay, gucken wir, was... das hat das Zahnrad. Wir müssen gucken, was im Playhouse ist. Boah, ist das räudig, ey. Ich muss halt echt alles finden. Also alles aufmachen, ne? Och, Junge, so ein Stress. Danke. Das ist Zahnrad Nummer 1. Ich weiß nicht, wo Nummer 2 ist. Habe ich noch nicht gefunden. Special Key. Ah. Okay. Ich versuch's vielleicht nochmal mit der Falle. Vielleicht ist sie auch einfach weggeglitscht. Okay. Jetzt nochmal probieren. Macht das irgendwas? Es macht gar nichts. Oh mein Gott. Ah. Okay, wir haben ja schon etabliert, dass die, also die Shotgun betäubt nur, die Eisfalle bringt gar nichts. Was ist mit ihmchen hier? Das hat mich gesehen, aber auch irgendwie nicht. Oh, hi. Moment. Ach, wenn du mit deiner Fratze mal hier vorkommen könntest. Nee, bringt gar nichts. Schade. So schade, Alter. Ach, okay, Happen, Leute. Ich hab schon wieder vergessen, dass das nicht geht. Fuck, Alter. Ah, nein. Warum kann man einfach nichts töten hier? Oh, hier ist der Händel. Ach, der steht hier einfach. Fudge! Oh, nee, jetzt kommt die, ne? Oh, Gott! Ich würde sie gerne verprügeln! Das ist das Ding, was wir unten in der Kanalisation... Granny? Kommst du klar? Oh, no, sie dreht vollkommen durch, Leute. Es ist soweit. Sie traut sie nicht über das Brett. Nicht kommen! Die kann hier gar nicht rein, solange das zu ist. Tja, meine Liebe. Ja, schüttel mal den Kopf, Alter. Wie machst du es nur? Blöd. Da beißt sich die Katze in ihren runzligen Schwanz, Alter. Die Sache ist... Ja, genau. Whee! Das ist halt so super dämlich. Shit. Oh, ich musste da reinlatschen. Gefühlt keine andere Möglichkeit. Okay, jetzt muss ich mir da unten den Weg lang humpeln. Das ist ein Problem.
Ich würde gerne erst irgendwie das andere Zahnrad noch finden, aber ich weiß nicht, wo das sein soll. Ich weiß auch nicht, wo das Fleisch ist. Wisst ihr, was ich meine? Ah, nichtsdestotrotz, ich muss ja ohnehin, also egal, wie ich das jetzt mache, sowieso zweimal da lang. Von daher ist es eigentlich ziemlich egal. Ich brauche das rote Zahnrad noch und das Fleisch. In beiden Möglichkeiten könnte noch der rostige Schlüssel sein. Okay, ich hab's geschafft. Das Ding da rein und schnell wieder zurück, bevor sich das Viech überlegt. Oh, ich gehe vielleicht mal heute in die andere Richtung. Oh yes. Oh, die Fernbedienung habe ich auch noch nicht. Kann denn das alles sein? Hier ist das Fleisch. Oh mein Gott. Sehr gut. Okay. Vorsichtig. Und jetzt aber schnell. Oh, der Witch Handle. Okay. Ist okay. Ist okay. Wir können raus in den Brunnen. Oh, nein! Nein! Ich wollte das Gewehr holen! Fuck! Oh, warum ist das so? Meine Güte, ey. Oh, ich hab nur noch einen Tag. Oh, what? Was? Oh, Moment mal. Moment, why? Warum ist das so? Hallo? Digga. Balancing-mäßig ist das Spiel ganz weird unterwegs. Hallo? Ich muss sie jetzt herlocken. Ich weiß nicht, von wo sie kommt sonst. Vielleicht, weil ich den Pfeil zu oft verwendet habe? Ich habe keine Ahnung. Okay. Moment. Oh shit, warum? Okay, 3, 2, 1, zack. Granny's gone for 2 minutes. Aber... Kommt sie jetzt da direkt wieder aus dem Keller? Ey, ich hab Angst, ne? Ist übel weird. Die kommt nicht. Diesmal hat's geklappt. Boah, Alter, ey. Ich muss jetzt so aufpassen mit meinem Leben, ne? Ich hör schon wieder die Musik, bitte nicht. Bitte nicht hier oben spawnen. Das ist alles übelst furchtbar. Ich habe doch jetzt Zeit rauszugehen, oder? Ich brauche irgendwas, worauf ich mich verlassen kann. Bitte. Bitte. Bitte nicht. Oh, okay. Okay, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Die ist nicht da. Oh, ouch. Mann, die Nerven. Ich hätte diesen Nightmare-Modus nicht machen sollen. Ich glaube, sie ist hier nicht. Ich glaube, das war nur ein kurzer Bug. Ich weiß nicht, ob die Ratten mich jemals töten können. Ich will es aber auch nicht rausfinden. Ich glaube, wenn du kurz hintereinander irgendwie gehittet wirst ein paar Mal, dann eventuell. Gut. Lass uns mal das hochziehen. Da ist eine Ratte. Nicht gut, wenn die jetzt mir direkt entgegenläuft. Ich weiß aber auch nicht, was ich gegen die machen soll. Ich glaube, man kann gar nichts machen gegen die. Was ist da jetzt drin? Das Zahnrad. Bitte lass da den rostigen Schlüssel drin sein. Bitte. Weil dann habe ich... Dann habe ich eine Chance zu gewinnen. Yes, er ist es! Okay, awesome. Ich gehe jetzt nicht da durch die Tür. Ich gehe jetzt unten durch den Keller. Locke Granny... Wo locke ich denn sie hin? Naja, da durch diesen Durchgang durch. Zur anderen Seite. Geh dann ins Wohnzimmer und dann muss ich es nur noch schaffen, unbescholten, da zu diesem Punkt zu kommen, wo dieser große Kanal da ist. Okay, Moment. Wir machen das. Wir droppen den... Hier. Das macht Sound. Falls sie jetzt schon wieder unterwegs ist, ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe... Bitte nicht. Oh Gott. Ich habe immer Angst, dass sie hinter der Tür steht. Ihr auch, ne? Ihr auch. Okay. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Wir müssen nur noch mal diesen einen Weg schaffen. Und
Freunde, ich werde es jetzt aussitzen. Ich werde jetzt nicht auf gut Glück irgendwo langlatschen. Ich werde warten. Und zwar genau hier. Bis ich sehe, dass dieses Drecksvieh in diese Richtung geht. Oh yes, das werde ich tun. Weil dann bin ich safe. Dann habe ich nichts zu befürchten. Es sei denn, dreht sich spontan um, was sein kann, aber ich warte kurz. Uff. Ich höre Schritte. Es kommt, es kommt. Ah, es sieht mich. Verdammt, ich dachte, da sieht es mich vielleicht nicht. Es kommt. Yes, sehr gut. Oh, muss los. Boho! Yes! Yes, ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Oh! Let's go! Oh, lass mich raus! Okay, ciao! Ah, da kommt sie! Da liegt mein ganzer Schrott. Oh, das ärgert euch, ne, ihr Schätzchen? Ah, ey, oh mein Gott, was ein Trouble. Junge, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mit dem Ruck das schwerste Ending in einem Granny-Game ever. Weil du so oft durch Gefahrenstellen laufen musst. Ich meine, Granny und Grandpa sind kein Problem. Du kannst sie abschießen. Aber gegen dieses Vieh da unten auf diesen schmalen Gängen, du kannst nichts machen. Das ist so unübersichtlich. Klar, du kannst dich verstecken, aber du hörst es sehr schlecht. Du hörst es nicht kommen. Das war in Granny immer schon ein Problem, dass du die Gegner nicht wirklich laufen hörst. Manchmal. Manchmal schon, aber halt, ne? Es kann dazu kommen, dass die sich einfach übelst ansneaken so und dann war's das. Und ja, wie gesagt, selbst auf Easy Mode kompliziert, weil du musst so aufpassen und die Items sind so verteilt, dass du übelst viele Sachen machen musst, um die zu bekommen. Ist halt klar, man will halt Spielzeit und Content kreieren, ne? Das ist ja nachvollziehbar. Wenn das alles an Ort und Stelle spawnt, dann hat's halt nicht so einen Reiz, aber je größer das ist, desto schwerer wird's, so. Okay, liebe Leute, aber es war fun, es war schön, wieder im ersten Teil rumstöbern zu können. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch, dass es hier ein wenig ein längeres Video geworden ist, unfreiwillig. Ich wollte nicht, dass es so hart ist, aber gut. Dankeschön für eure Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.